Ich wünsche mir, dass die Auszubildenden gut ausgebildet werden, damit wir weiterhin den Qualitätsanspruch halten können, ja. Und dann würde ich mir wünschen, dass in der Mindestlohngrenze sich da noch einiges tut, dass die Löhne weiterhin steigen, ja. Und die Zentralverbände des Handwerks halt auch Initiativen ergreifen und die Jugendlichen an den Schulen über den Beruf informieren. Es ist natürlich auch so, dass wir in einem Bereich arbeiten, in dem wir nichts erwirtschaften. Nicht wie auf einer Bank oder in einem großen Unternehmen, wo Gewinne erwirtschaftet werden, sondern wir sorgen für die Bildung. Und da sind ganz andere Gegebenheiten. Und es wäre wünschenswert, dass einfach auch man diese Berufsgruppe mehr anerkennen würde, auch in Form von einer vernünftigen Bezahlung. Insgesamt 30% aller Studienanfänger hören auf. Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingen würde, dass einfach wenige Leute aufhören. Würden nur die Hälfte dieser 30% nicht aufhören, hätten wir den Nachwuchsbedarf vollkommen ausreichend gedeckt. Vielleicht sollten die Universitäten ihr Programm überdenken und die Leute in Kursen auf die schwierige Mathematik und Physik hinführen. Oder auch frühzeitig Kenntnisse in der Praxis vermitteln, also frühzeitig auch in Praktikas einsteigen, das Ganze mehr am Institut praktischer gestalten, sodass die Leute auch wieder mehr Spaß an dem Ingenieurstudium haben. Ich wünsche mir für die Zukunft mehr Anerkennung und Wertschätzung für den Beruf der Pflege, dass das Ganze sich besser vereinbaren lässt für Familien, dass die Bezahlung besser wird und dass die Bewohner wieder im Vordergrund stehen und nicht die Dokumentation. Das Feuerwehrwesen mit seiner Ehrenamtlichkeit in Deutschland gibt es seit weit über 100 Jahren. Und ich würde mir wünschen, dass hier in 100 Jahren vielleicht auch wieder jemand steht und sagen kann, es gibt noch eine Feuerwehr, wir können den Leuten noch rechtzeitig helfen, ohne riesen Steuergelder dafür aufwenden zu müssen mit Hauptamtlichen, sondern dass es die Ehrenamtlichkeit noch gibt in diesem Bereich.